Siehst du alles in 60 Frames? Ja, es sieht gut aus auf jeden Fall. Gerade eben warst du schon oben. Ich glaube, du hast dir den falschen Spot ausgesucht. Aber ich will da oben starten. Ich war gerade eben da oben auf der Spitze. Warum funktioniert es nicht mehr? Machen wir so? Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute mit einem Gast am Start, wie ja fast quält jeder Part. Aber heute hab ich etwas Besonderes am Start, wenn du dich bitte selbst vorstellen würdest. Hallo. Ja, ich bin beim Namen Connor. Ich hab auch einen Account, der Soloban, das ist jetzt nebensächlich. Und ja, du wolltest über ein gewisses Thema sprechen. Schieß mal los. Ja, heute habe ich dich hergeschleppt, damit wir über kleinere YouTuber reden. Content Creator. Es ist übrigens ein Themenvorschlag und der das vorgeschlagen hat geschrieben, dass er nicht erwähnt werden will. Deswegen werde ich ihn nicht erwähnen. Und bevor wir damit anfangen, erkläre ich kurz den heutigen Ablauf. Ich habe mir hier den Turm markiert natürlich und dann noch ein Schrein. Unser Ziel ist einfach nur das Gebiet bis zu erforschen, bevor wir zum Titan da nach oben hingehen werden. Und ja. Jetzt auch Aufnahmen bezogen, weil ich weiß nicht, ob ich dir das. Ah, Mann, ich hab kein Ausdauer-Essen mehr. Geht doch, ja? Ja, die war gut. War endlich. Da gibt's einen Trick. Kann ich dir später zeigen, je nachdem. Boah, wie viele Monster hier sind, Alter. Oder? Keine Ahnung. Übrigens, ein Schein, ne? Ja, Mann, ich komme echt nicht dazu, über ein Thema zu reden, das nervt mich voll hart. Das ist die Aufregung, Freund, das ist die Aufregung. Also über kleinere YouTuber. Das kommt halt darauf an, was für ein Content die produzieren, so. Es gibt kleine YouTuber, die machen richtig so Müll-Content. Und deswegen bekommen die aber auch keine Aufmerksamkeit. Aber es gibt auch YouTuber, die guten Content produzieren, so wie wir beide. Ja, natürlich. Ist klar, natürlich. Oha, wir sind schon beim Turm. Windbombing, beste. Ich bin nicht mal 5 Minuten unterwegs. Ja. Meine Meinung zu denen ist so, die sollen, wenn die halt wirklich so ein Ziel haben, dann sollen die halt durchziehen. Wenn die kein Ziel haben, dann sollten die sich auch nicht wundern, wenn es bei dir nicht läuft. Das ist mein Motto so. Verstehst du? Kannst du das vielleicht irgendwie? Ich verstehe, was du meinst. Es ist halt bezogen darauf, was man genau machen will. Wenn du was extrem Aufwendiges, soll ich auch bei Namen jemanden nennen zum Beispiel? Kannst du. Per Videoschnitt oder sowas. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal einen typischen Let's Player. Wir nehmen Nintendo als Vergleich. Also mein Erzfeind. Jeder hat's. Er ist mein Erzfeind. Er ist dein Erzfeind? Wieso ist er dein Erzfeind? Er war schon immer mein Erzfeind. Ach so. Aber auch mein Vorbild. Aber er ist ein Rivale, sagen wir so. Ja. Jetzt, wir nehmen uns mal Nintendo, den typisch klassischen, ich glaube sogar Platz 1 europaweiten Let's Player, was Nintendo Games angeht. Und dann nehmen wir einen Sascha Unsympathisch TV oder InScope TV oder irgendwas in die Richtung. So. Und jetzt muss man halt für sich differenzieren, was mache ich gerne, was schaue ich gerne. Wenn du sagst, ich zock sehr, sehr gerne Spiele, machen natürlich jetzt viele, aber jetzt drauf bezogen. Ich will Leuten zeigen, wie ich ein Spiel zu 100% spiele. Siehe Zelda Breath of the Wild jetzt hier zum Beispiel. Wir wollen alle Crocs sammeln, die werden gezeigt. Wir machen Rüstungen auf Maximum und so weiter. Wenn du aber Unterhaltung machst in einem Bereich, was so Humor betrifft oder einen speziellen Schnittstil, dann ist das natürlich auch unterschiedlich aufwendig. Weil ich sag jetzt mal so, wenn ich ein Video mache, ich nehme eine halbe Stunde, 40 Minuten in dem Dreh irgendwo auf, setze mich an Schneiden, dauert zwischen Viertelstunde und 2 Stunden. 2 Stunden ist ganz selten, wenn man ganz viel rausschneiden muss. Es kommt immer drauf an, was man macht. Und dann Thumbnail machen. Und Thumbnails sind auch unterschiedlich aufwendig. Was bei Let's Plays, finde ich, zum Beispiel ganz gut ist, weil da kriegen es die meisten, das war eine schöne Windbomb, ja, da kriegen es die meisten relativ gut hin. Aber es kommt halt drauf an, was genau du machen willst und was du für dich als cool, was dir Spaß macht, was du für dich da differenzierst.
Und wenn du so wie unsympathisch TV halt nur ein bis zwei Videos pro Woche oder am Ende nur eins pro zwei oder drei bringen kannst, aufgrund dessen, dass du täglich 4 Stunden schneidest, da kommt das unterschiedlich gut an. Und da muss halt jeder für sich differenzieren, was ihm da besonders viel Spaß macht, finde ich. Oh Gott. Das war knapp, Alter. ja. Da hat er recht. Man muss halt einfach entscheiden, welche Richtung man Content gut erzählen will. Dann, ja, muss man hoffen, dass man auch die richtigen Zuschauer bekommt. Der richtige ist. Oh nein, ich hasse diesen Schrein. Der ist widerlich. Okay, er macht erstmal. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, wie das war. Er macht erstmal Wasser hoch. Es gibt aber auch im Gegensatz dazu gute. Oh nein, scheiße. Zurück, zurück! Nein! Dreht er eine Runde? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Scheint so, ne? Mm. Warte. Ha! All played. All played. Trifft er sogar nicht mehr. So. So, jetzt. Renn. Renn. Ich meine, schwimmen. 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 Okay, hab's geschafft. So. Machst du doch mit allen Kisten und sowas? Ja, klar. 100%, 100%. Okay. Ja, muss ja jeder für sich selbst differenzieren, ob nur 100% auf der Karte stehen soll oder ob alles gemeint ist. Ich versuche mal alles, aber ich kann nichts garantieren. Ich schreibe. Oh, keine Ahnung. Ja, egal. Warte mal, wo ist die scheiß Kiste? Die müsste da irgendwo sein, oder? Ich hasse es. Geh nochmal die Rampe runter, vielleicht da rechts, ja, an der Seite, ja. Ja, Kiste. Ich muss wieder darüber gehen. Ein Opal. Dankeschön für nichts. Hat sich voll gelohnt. Bestes Geräusch. Schau mal, ob da hinten irgendwo was ist. Weil, wenn ich mich recht entsinne, konntest du irgendwo, musstest du was mit einem Bombenfall machen. Aber ich weiß es nicht mehr Ach genau. so. Ja. Ja. Sag ich richtig. Weil es müsste jetzt rechts von dir. Ja, da ist die Kiste. Ich weiß, kann man da durchschießen? Nee, oder? Nee. Geh Arschgesicht. nochmal Richtung Anfang. Also da jetzt ans Tor, ja. Und versuch mal einen Bombenfall da hinten reinzuballern. Wie viele hast du, bevor wir seinen letzten verschwenden? Moment. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Hast du Bombenpfeile? Ja, habe ich. Schauen, wie viele du hast, schnell. Okay, du hast einige. Genau, du musst versuchen in dem Winkel, du hast ja da hinten gesehen, dass dieses Eisengitter da ist. Und links vom Eisengitter war ja der Schalter. Schieß mal da in die Lücke. Na, ein bisschen links, ja. Ah, So, jetzt krass. dürftest du es aktiviert haben. Und dann Wusste ich hier. gar nicht. Du bist ja Genius, Alter. Ja. Ja, ich kann mich da tatsächlich dann noch erinnern. Okay, wenn das Es so gibt ist, manche bin ich Schreine, voll da der sind die. Zelda-Noob. Ich Da dachte, ich sind bin die krass. Kisten extrem asozial teilweise versteckt. Ich bin eingesperrt! Na gut, du bist Spaß. ja eh gleich raus. Und weiter? Und weiter zu was? Ach so. Cryo. Ja. Ich wollte gerade. Ich weiß, was ich gerade überlegt habe, ob ich das Eisenteil hole, um das runterzuschieben. Nee, das ist eine feste Kiste. Ah, okay. Den großen Boomerang, den kriegt man extrem selten im Spiel, so kommt es mir Ich vor. habe ihn Du hast jetzt, zweimal glaube ich, schon. sogar zwei. Jupp. Ja. Dass man Monster überfallen kann, weißt du, oder? Ja, ich weiß, aber Ah. so macht es mehr Spaß manchmal. Außer den Ninja-Modus, dann überfalle ich gerne. Gut, dann hätten wir das erledigt, dann ja. Machen wir uns aus dem Titan. Oh, du hast mich erschreckt. Verzeih mir. Bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Ryd vom Volk der Zoras. Du scheinst mir ein Reisender zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Was machst du hier, Mann? Scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage.
Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Haljaner zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Ich will natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Du bist ein Haljaner, liege ich richtig? Was für ein Glück! Ja, Mann. Boah, das ist ein Schrein. Schrein. Sidon, ich hab ihn! Hier ist er! Prinz Sidon scheint mich nicht wirklich hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir von hier aus in den Fluss springen würden. Dann kämen wir zum Prinzen. Nein, nee, das ist viel zu hoch. Angsthase. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Du würdest als Sushi enden. Verzeih mir. Meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen, um zu Prinz Sidon zu gelangen. Okay. Danke, Rüd. Okay, dann dahin gehen wir jetzt sowieso. Den da wollte ich markieren. Hallo, Schrein. Wo hast du schon nächstes Gebiet? Boah. Okay, das heißt, wo hätte ich das finden sollen? Egal. Holst du jetzt den nach unten, oder? Oh ja, wie ich den Schein hole. Gefühlt jeder Part ist du gefüllt mit Schreien. Nein. Wechselt sich ab zwischen Crocs und Schreien. Ja, bei mir eher krogfügig, eher weniger. Sahau Schreien. Was gibt es hier bitte zu tun? Pferd rufen. Ich weiß, wie man Pferd ruft. Ach, Eine Kraftprobe leicht. Kraftprobe. Ich habe schon Kraftprobe schwer gemacht. Mit 3 Herzen. Vier Oh. Herzen. Guck dir der vorvorletzte Part. Ich habe so viele Bosskämpfe gemacht. Mit fast gar keiner Rüstung. Ich weiß nicht, wie ich die gewonnen habe. Ich frage mich wirklich. Ein Segen 2.0 Schrein. Ach, Ah, schau mal, kann den warte mal. Zeitlupenbonus. Ja, ich muss hier fotografieren. Wunderschön. Super. Ach so. Komm, Ja, wir ich. finishen. Wir finishen einfach. Bap, 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 bap. Ist das ein Muschenschwert? Krass, Yep. das kriegt man so früh schon. Ich habe krasse Schwerter gehabt. Ich hatte 2 50er, 40er Schwert schon. Ich hatte wie gesagt auch diese Wächter-Echte-Axt plus, diese mit 60 Schaden. Ja, Ist schon bei mir kaputt die gegangen. sind sehr, sehr stark, aber die gehen relativ schnell kaputt, das ist das Ja, Problem. hatte ich ja schon. Wie gesagt, ich habe mit sehr wenig Herzen die ganzen Kraftproben geschafft. Gut, dass wir die vorherigen Parts haben. In dem Part habe ich, glaube ich, 2 Kraftproben gemacht und einen Hinox bekämpft. Weißt du, was ich mir nach dem Zelda-LP vorgenommen habe? Also, was für ein mini-nächstes Zelda-Projekt, mein nächstes Mini-Zelda-Projekt, wenn Skyward Sword noch nicht draußen ist, wird der beste White Modding sein. Also richtig viele Mods austesten, die einfach lustig sind. Ah, Zum Beispiel Minecraft oder. ja, Ne. das ist innovativ, das ist cool. Ich hätte jetzt aus, und es wird, glaube ich, voll lustig sein. Oh, Zwischensequenz. Hi. Hier bin ich, hier. Wo? Und hopp. Sieh doch, ne Prinz der Zoras. Ein Hylianer, oder? Yep. Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Also, ich muss sagen, er hat miese Körperbau. Guten. Für Ich einen darf jetzt den Fisch. sexy Prinzen spielen, oder was? Ja, klar, ich glaube, er würde mich mit Bodycatching zerstören. Ja, Mega. Oh, ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Zoras. Sidon, Sidon, ich sag immer Sidon. Ja, ist unterschiedlich. Der hat ja auch Hylianer gesagt. Das kommt halt immer drauf an, wie du das aussprechen willst. Egal, ich sag einfach Sidon. Okay. Wir haben jetzt das Sein rausgesetzt. Und wie heißt du? Sag mir deinen Namen.
Scheiße, Link! Link? Link! Ein guter Name. Genau, über den Link in der Beschreibung könnt ihr auf seinen YouTube-Channel vorbeischauen, seht ihr? Habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gehört. Ja, siehst du? Eben. Egal, ist ein guter Name. Lass dich mal ansehen. Wie du dich bewegst, diese Körperspannung, du bist etwas Besonderes. So viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker halianischer Krieger bist. Ja, okay, bin ich. Ach, ich wusste es. Oh, scheiße. Spitze! Mega! Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an, meine Heimat, das Dorf der Zoras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörliche Regenfluten auf uns herabrasseln. Wir brauchen dich im Dorf der Zoras, wirst du uns helfen? Jo. Ah, oh, wirklich? Ja. Danke. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf der Zoras ist so gut wie gerettet. Bitte beeile dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für einen Halianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht, wie wir, flussaufwärts schwimmen. Ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Hm? Ah, da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drück dir die Flossen. Wow, danke schön. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Haliana gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Zoras nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich verlasse mich auf dich. Alles klar. Eigentlich ziehe ich nur durch, weil ich nicht gegen Monster kämpfen will. Aber das sage ich jetzt nicht. Gut. Ich mag dieses Klingen mit seinen Zähnen auch so. Geting. Ich find's so cool. Ja, an der Stelle beende ich den heutigen Part, Freunde. Danke, dass ihr auf jeden Fall zugeschaut habt. Danke, dass du heute am Start warst. Vielleicht können wir zukünftig weitere Episoden aufnehmen. Ey, ich wollte extra meins. Ja. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Link zu seinem YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von The Legend of Zelda Breath of the Wild, wo wir uns langsam endlich dem Titanen nähern. Haut rein und Tschüsskowski. Tschüss. Ich warte, bis du auch Tschüss sagst. Tschüss. Also, ja, sorry, ciao.